So, weiter geht's. Wir waren hier im Haus und wollen jetzt uns ein Lagerhaus irgendwie, ja, irgendwie schon machen. So, Treppen am besten aus Fichtenholz. Muss ich mal gucken. Musik mache ich wieder an, aber das jetzt nicht. Das hatten wir, glaube ich, schon. Ja gut, das können wir uns ja mal anhören. Was ich bräuchte, wäre aber Fichtenholz. Fichtenholz haben wir aber nicht mehr. Daher müssen wir jetzt erstmal rausgehen, legen uns erstmal schlafen und dann geht es wieder raus in die frische Luft, um ein paar Fichten zu fällen. Ja, schon wieder Grafikbugs. Also, nochmal kurz eine kleine Pause. So, weiter geht's. Jetzt sind die Grafikbugs doch endlich weg und ich würde sagen, gehen wir einfach mal raus. Wir wollen ja Fichten fällen. Kann natürlich sein, dass draußen wieder so ein fieser Versicherungsvertreter auf uns lauert. Aber gut, das müssen wir halt selbst herausfinden. Ich habe immer Angst, dass er von oben uns anspringt. Aber gut, ich glaube, da hatte ich diesmal auch, hatte ich, hätte ich diesmal keine Angst zu haben. Da hinten ist ein Skelett. Da auch. Wir brauchen noch Knochen für unseren Flugdinosaurier. Also. Wie kriegen wir das nur? Also, das gibt es doch nicht. So. Ein Knochen. Naja, gut. Wir brauchen dafür für ein Fossil auch nur ein Knochen. Habe ich da hinten nicht. Da hinten ist noch ein Skelett. Also wie oft können die hintereinander schießen? Die schießen ist so schnell hintereinander. Naja, gut. Musik. Ja, das. Ja, gut. Wie viele Knochen haben wir bekommen? Einen. Toll. Hat's ja super gelohnt. Aber gut. Lieber einen Knochen als keinen Knochen. Ist doch immer noch besser. Und wie gesagt, ich nehme jetzt nur die Just Crafted Texturen, da die Original meine Kraft Texturen noch nicht geupdatet wurden. Sobald dies getan ist, werde ich auch die Original meine Kraft benutzen, aber naja, bis dahin nehmen wir eben diese Just Crafted Texturen einfach, weil ich finde, die sind auch dafür, dass es nicht die Original sind, trotzdem sehr, sehr schön. Okay, dann Fichten wollten wir. Wir brauchten Fichtenfällen. So, die Setzlinge sammeln wir natürlich auch noch gleich alle einmal ein, damit wir auch gleich nachpflanzen können. So, dann nehmen wir die Fichte natürlich auch noch gleich mit. Thank you.
Also, Moment, ich probiere mal kurz was aus. Ja, ja, so, okay. Naja, wäre es gerade irgendwie ein bisschen unnötig, aber ist ja auch egal. So, den letzten hätten wir jetzt auch noch eingepflanzt. Ja gut, dann gucken, da unten liegt auch noch ein Setzling. Ich nehme die gleich mal alle mal mit. Pflanze die alle mal wieder ein. Weil ich denke, Setzlinge können wir, Bäume können wir immer gut gebrauchen. Unter uns müsste auch irgendwo eine Höhle sein. Ich mache gleich mal einen ganzen Stack Holzbretter. So. Und dann machen wir uns mal ein paar Treppen. Naja, vier werden zwar nicht reichen, aber ich will erstmal gucken, wie ich das überhaupt machen werde. Ich glaube, ich werde das so. Genau so. Den dann hier hin. Hier hin. Und hier werde ich dann, glaube ich, so etwas hinsetzen. Genau. Und dann hier so eine Treppe. Ich hoffe mal, wir treffen es gleich nicht auf die Höhle. Weil wir wollen es eigentlich hier bauen. Es wäre jetzt gerade, ist zwar schön, wenn wir auf eine Höhle treffen, aber jetzt gerade wäre es was unpassend. Ja, Treppen brauchen wir noch ein paar. Dann mache ich uns gleich mal hier erstmal das drauf. Sagen wir mal 12 Treppen. Und was zu essen. Hier. Ach komm, nehmen wir nochmal die 21 Fleischstücke mit. Können wir immer gut gebrauchen. So. Ja. Dann geht's auch hier. So, dann noch so. Und wie habe ich es hier gemacht? Da, ja, gut. Doch. Habe ich. Moment, ich muss noch was vergleichen. Doch, so habe ich es auch gemacht. Aber dann war hier jetzt ein Holzblock. Nein, keine Fackel, ein Holzblock. So. So. Jetzt wieder eine Treppe. Hier unten kommt es mir auch so dunkel vor. Ich stelle mal auf 80. Auch für euch als Zuschauer dürfte es hiermit dann hoffentlich ein bisschen angenehmer sein. Beim Zugucken, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese Just Crafted Texturen sehr, sehr dunkel sind. Dann haben wir noch gleich ein bisschen Kohle gefunden. Jetzt ist erstmal hier provisorisch eine Fackel an die Wand. Habe ich mich gerade erschreckt. Da kommt auf einmal so ein Silberfisch aus dem Stein raus. Also das, boah, also ich weiß auch nicht, warum. Mir kommen jetzt gerade irgendwie die Tränen. Ich weiß auch nicht, warum. Ich saß ja gerade so gemütlich, habe mich entspannt und auf einmal kommt da so ein. Greift mich aus dem Nichts so ein Silberfisch an. Ja, gut. Boah, mir kommen wirklich die Tränen. Warum nur?
Naja, ist ja auch egal. Eigentlich, jedenfalls. So, hier unten im Lagerraum soll es 4 Blöcke hoch sein. Also 1, 2, 3. Naja, gut. Noch einen runter. Normalerweise kommen Silberfische ja nur in... Also, was ist das hier? Was ist das, bitteschön? Die kommen doch sonst nur in, Enderfestungen vor. Naja, gut. Ganz selten können sie auch normal generiert werden, anstatt normalen. Also in normalem Gestein. Normalerweise kommen die natürlich, kommen die allerdings nur in, also nicht natürlich im Sinn von natürlich, sondern im Sinn von natürlich, also vom Natürlichen natürlich, also von Natur. Also, ja, ihr wisst, was ich meine, hoffe ich jedenfalls, dass die normalerweise nur, also ohne, dass man selbst irgendwie gesetzt hat, normalerweise nur in der Form von Steinziegeln vorkommen. Und ja, gut, ab und zu kann es dann halt doch passieren, dass die in so einen normalen Stein generiert werden, aber es ist wirklich so selten. Und gerade, ich finde jetzt einfach mal zwei nebeneinander. Ich hoffe mal, jetzt sind jetzt nicht noch mehr davon. Boah. Ich habe noch nie so viel, es war noch nie so spannend für mich, Stein abzubauen. Das ist ja wirklich... Ah, gut. Das macht das Ganze ein bisschen interessanter. So, drei Eisen für eine Eisenspitzhacke. Noch, weil ich denke, unsere Spitzhacke wird bald kaputt gehen. So. Ja, gut, dann... Vielleicht sollte ich das Schwert neben die Spitzhacke legen. Und vor allen Dingen, wenn neben diesen einen Silberfischstein noch mehr Silberfischsteine sind, kann der eine Silberfisch die anderen Silberfische aufwecken und dann kommt eine ganze Horde auf mich zu. Das heißt, ich lege mich jetzt immer kurz schlafen, also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich sterbe, deswegen... Es war wahrscheinlich auch nur ein Zufall, dass es gerade an der Stelle zwei Silberfischsteine versteckt waren. Aber, nun ja, falls ich sterbe, will ich, wenn ich am Spawnpunkt draußen bin, dann jetzt nicht, in der Nacht dann draußen rumstehen. So. Das war jetzt irgendwie im Silberfisch gerade so erschreckend für mich. Ich habe das noch nie, also doch einmal damals meiner Survival-Welt schon mal bemerkt, aber das einmal. Und ich meine, ich habe da das auch gar nicht mehr dran gedacht, dass das passieren kann. So, okay, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Ich bin jetzt auch ein bisschen schneller hier unten als damals mit dem oberen Raum, weil halt wie gesagt, ich jetzt mit der Eisenspitzhacke den Stein hier abbaue und ich damals den oberen Raum mit einer Steinspitzhacke beziehungsweise einer Holzspitzhacke gemacht habe. Und das dauert da ja einfach nur richtig lange im Gegensatz zu einer Eisenspitzhacke. Und wir haben auch genug Eisen, daher können wir uns das ja noch leisten. Ich setze erstmal hier so eine provisorische Fackel auf dem Boden. Thank you.
So, 1, 2, 3, 4, 5. Nee, Moment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach komm, egal. Das machen wir noch ein bisschen weiter hier. Ich habe die Silberfischschatten an der Stelle erwischt. Sind da noch mehr? Moment, Silberfischsteine erkennt man ja immer daran, dass man die extrem schnell abbauen kann. Aber ich glaube, sind jetzt erstmal keine mehr. Naja, okay. Werden wir sehen, wenn wir die Kohle abbauen werden. So. Ich bin zwar noch lange nicht fertig, aber ich gucke trotzdem schon mal, wie ich das genau mache hier. Ich lege das mal erstmal dahin. So. Ich mache ja trotzdem schon mal sowas, so Holz rein. Ja, so können wir es eigentlich lassen hier. Dann mache ich das gleiche hier auch nochmal. So. Nein, so doch nicht. Mit Holz natürlich. Ja, toll. Ach, da liegt sie ja. Gut. Ja, das kann man, denke ich, so lassen. Moment, ich guck mal, wie das aussieht, wenn ich jetzt hier noch Holz reinmache. Auf jeden Fall besser, also nehme ich das gleiche, mache jetzt gleich hier auch nochmal. Ja. Gut. Ich mache hier eine Fackel hin. Hier eine Fackel und dann, ja, gut, dann bis zur nächsten Folge.